Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute dreht sich bei mir alles um die Papaya und um Kokos, denn ich habe wieder einen Themenhaul für euch und damit wünsche ich euch auch schon ganz viel Spaß bei diesem Video. Papaya gehört für mich einfach zum Sommer dazu, genauso wie auch Wassermelone oder Ananas. Aber über die Ananas möchte ich noch ein separates Video machen und über die Wassermelone habe ich schon ein Themenhaul gemacht. Und ich dachte mir, heute kombiniere ich mal die Papaya mit der Kokosnuss. Denn Kokosnussduft mag ich auch sehr, aber ich kombiniere Kokosnuss sehr gerne mit fruchtigen Dingen. Und so lag es jetzt mir nahe, einfach diese beiden Dinge, Papaya und Kokosnuss, zusammen in einen Haul zu packen. Und ich hoffe, euch gefällt das, denn ich weiß, nicht jeder von euch mag Kokosnussduft, aber vielleicht findet ihr dann auf der Papaya-Seite was und genauso andersrum. Starten möchte ich mit etwas zu trinken und zwar mit Tee. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, Sommertee, das passt vielleicht gar nicht zusammen. Doch ich finde schon, gerade abends auf dem Balkon oder der Terrasse, wenn es dann etwas kühler ist, dann trinke ich auch gerne mal einen Tee. Und es gibt einen Tee, der enthält Kokosnuss und deswegen passte das für mich einfach sehr gut zusammen. Leider ist mir mit der Verpackung von dem Tee ein kleines Missgeschick passiert. Beim Einkauf hat ein anderes Produkt die Verpackung so ein bisschen zerquetscht. Die Verpackung habe ich darum einmal entsorgt und habe die Teebeutelchen umgefüllt in diese süße, transparente Tasche. Und da seht ihr schon, es ist Tee von Mivolis, einer Marke von DM. Und das ist ein Coco Shape Tee, ein Kräutertee mit Mangan, natürlich aromatisiert mit Kokosnussgeschmack. Ich wette, der wird hundertprozentig richtig gut schmecken. Ich liebe Kokosnuss und ich mag Kräutertee, auch wenn ich Kräuter selbst nicht so gerne rieche, aber Kräutertee liebe ich und ich glaube, die Kombination ist jetzt für den Sommer doch prima geeignet. Und hier steht drauf, dass Mangan zu einer normalen Bindegewebsbildung beiträgt und speziell, wenn wir im Sommer Röcke tragen, wollen wir doch schönes, straffes Bindegewebe haben, oder? Und darum habe ich den einmal gekauft und den habe ich auch für euch gekauft. Verzeiht mir bitte, dass der nicht in der Originalverpackung ist, aber dafür bekommt ihr quasi on top diese süße Tasche. Weiter geht's mit dem Thema Zahnpflege und ich fahre ja seit kurzem total auf Zahncreme mit Geschmack ab. Nun könnte man denken, du bist doch kein Kind mehr und wenn bei Kinderzahnpasta irgendwie Erdbeergeschmack oder so mit bei ist, dann ist das ja vielleicht noch normal. Aber warum nicht? Ich darf doch auch noch irgendwie innerlich ein Kind sein, oder? Und ich habe einfach diesen puren Pfefferminzgeschmack in Zahncremes total satt und habe da jetzt schon ein paar schöne Dinge entdeckt, die einfach mal anders schmecken. Und ich habe jetzt auch passend zum Thema eine Zahncreme mit Kokosnuss entdeckt, und zwar diese hier von der Marke Dentodent, auch bei DM, die Sensitiv Coconut für empfindliche Zähne mit Kokosöl. Und ja, das ist eine Zahncreme, die sicherlich auch gut ist und vielleicht einfach mal einen anderen Geschmack mit ins Spiel bringt. Hier steht drauf, die Zahncreme Sensitiv Coconut ist Wellness für die Zähne. Wertvolles Kokosöl und die einzigartige Geschmackskombination aus Kokosaroma und Menthol machen das Zähneputzen zu einem ganz besonderen Erlebnis. Und dann macht das Zähneputzen doch auch gleich doppelt wieder so viel Spaß. Ich brauchte für mich einen neuen Rasierschaum und da ist mir dann einmal dieser hier über den Weg gelaufen von Balea. Ein Rasierschaum Caribbean Feelings mit dem Duft von Kokosnuss für empfindliche Haut. Es ist eine Limited Edition und total süß gemacht hier mit der Briefmarke quasi. Auch die Verpackung gefällt mir richtig gut mit den Palmen und so. Das ist wirklich Karibik-Feeling für mich und ich habe hier schon mal dran gerochen gehabt. Und obwohl ich noch nichts verwendet habe, kommt da ein richtig schöner, süßer Kokosduft heraus. Kokosnuss kann ja auch so unterschiedlich riechen, aber das hier ist ein sehr süßer Duft. In der Regel wasche ich mir morgens meine Haare, denn würde ich sie mir abends waschen, dann könnte ich sie am nächsten Morgen überhaupt nicht mehr in Form bringen. Gut, heute hat das auch nicht so gut geklappt. Irgendwie
Machen Sie das, was Sie wollen. In jedem Fall gehört es zu meiner Routine dazu, dass wenn ich mir den nächsten Morgen die Haare waschen möchte, dass ich mir abends gerne etwas Haarpflegeöl in die Haare gebe, damit sie einfach nochmal besonders genährt sind. Über Nacht kann das Öl richtig gut wirken. Wenn man nicht zu viel nimmt, dann passiert auch auf dem Kopfkissen nichts. Gegebenenfalls kann man sich natürlich auch ein Handtuch drunter legen oder einen Turban umbinden. Ja, und ich habe jetzt ein Haaröl gekauft, auch von Balea, und zwar dieses hier. Das ist das reichhaltige Haaröl, Kokosöl, Pflege und Geschmeidigkeit für strapaziertes Haar ohne Silikone oder Parabene. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren, ob mir das auch gut gefällt. Es ist in jedem Fall vegan. 100 Milliliter sind hier drin und das fand ich klang sehr interessant. Wir bleiben noch beim Thema Haare und es gibt auf dem Markt eine Haarkur, die ist mein absoluter Favorit. Ich habe es aber bisher noch nie geschafft, das passende Shampoo oder den Conditioner dazu zu testen. Und das möchte ich jetzt einfach direkt nachholen und habe mir einfach mal die beiden hier gekauft von Garnier Fructis. Reparierendes Papaya Hair Food, das Shampoo und die passende Spülung dazu. Beide haben 350 Milliliter drin, ja, sind für geschädigtes Haar und sie sind vegan, in einer recycelbaren Plastikflasche ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl und ich finde, die riechen einfach fantastisch. Die riechen wirklich genauso wie auch die Haarmaske. Und natürlich musste ich mir auch die Haarmaske einmal nachkaufen, denn die habe ich gerade nicht als Backup da. Das ist ein Riesenpott hier. Eine 3-in-1 Maske für geschädigtes Haar dann auch. Vegan, 96% biologisch abbaubare Formel, dermatologisch getestet und pflanzliche Öle sind enthalten. Auch hier sind keine Silikone drin und es ist für ein natürliches Haargefühl gedacht und ich liebe diese Maske einfach. Sie ist vom Duft toll, sie ist von der Pflege toll, sie beschwert die Haare nicht und ich erhoffe mir jetzt mit diesem Dreier-Bundle quasi mal so eine richtig schöne Rundum-Komplettpflege für meine Haare und da ich sie grundsätzlich immer färbe, sind sie geschädigt und da passt es ganz gut. Ich habe mir noch einen weiteren Favoriten nachgekauft, der auch der ausschlaggebende Grund für diesen Themenhaul ist. Dieses Produkt hat mich dazu bewogen, ein ganzes Video über die Papaya-Kokosmus zu machen. Und da spreche ich von diesem hier. Auch das habe ich euch in meinen Jahresfavoriten gezeigt gehabt, glaube ich. Das ist eine Leave-In-Pflege für die Haare von S-Factor bei Tigi. Die ist etwas höherpreisiger, ja. Man bekommt sie aber zum Beispiel auch bei Flaconi und da gibt es auch immer wieder mal Prozente. Ich finde, das ist der beste Leave-In-Conditioner, den es überhaupt gibt. Er duftet unheimlich toll, er beschwert die Haare nicht, die Haare sehen nicht fettig oder ölig aus. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Pflege, die ich euch einfach nur ans Herz legen kann. Auch am Waschbecken, beim Händewaschen darf es bei mir gerne schön duften. Und da habe ich einmal diese Flüssigseife hier gekauft von Yves Rocher. Eine Flüssigseife mit Kokosnuss und da sind 190 Milliliter drin. Die Flüssigseifen von Yves Rocher sind auch etwas höherpreisiger im Vergleich zu Drogeriemarken zum Beispiel. Aber ich finde, sie halten relativ lang, denn man braucht nicht viel Produkt. Und von daher relativiert sich das so ein kleines bisschen vom Preis. Und diese Reihe mit Kokosnuss von Yves Rocher mag ich sehr gerne. Es ist ein schöner Kokosnussduft, der nicht zu süß ist und das gefällt mir richtig gut. Jetzt kommt wieder ein Produkt mit Papaya, allerdings ist da noch eine weitere Frucht mit enthalten, nämlich die Zitrone. Da habe ich von Greenland Fruit Emotions eine Handcreme mit Papaya Lemon mir gekauft. Ich finde das Bild hier von diesen beiden Früchten total süß gemacht. Ich möchte die einfach auch direkt mal ausprobieren. Ich mache die mal auf. Was mir hier nicht gefällt, ist dieser kantige Verschluss. Das wisst ihr aber, dass ich da nicht so drauf stehe. Gerade bei Handcremes finde ich das ziemlich öde. Es ist hier noch versiegelt. Das mache ich einmal auf. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie gut die Handcreme riecht und einzieht. Oh, das ist ein schöner, fruchtiger Duft. Der hat aber auch so einen kleinen herben Einschlag mit dabei. Glaube, die Handcreme könnte auch Männern ziemlich gut gefallen. Sie fühlt sich sehr, sehr pflegend an.
Und sie zieht wirklich schnell ein. Also ich finde, für eine Handcreme ist sie echt schön schnell eingezogen. Gerade bei Handcremes ist das natürlich immer sehr vom Vorteil. Und ja, hier auf der Rückseite steht auch drauf, dass sie schnell absorbiert wird und darum ideal ist für eine On-the-Go-Hydration. Also sie soll speziell auf Feuchtigkeit spenden und ja, der erste Eindruck ist schon mal ziemlich gut. Ich hätte mir vielleicht noch einen Tick mehr Papaya im Vordergrund gewünscht, aber ich finde diese herbe Komponente da drin ganz interessant. Und jetzt halte ich ein Produkt in den Händen, was allein durch die Verpackung schon sehr tropisch riecht und Urlaubsfeeling verbreitet. Und da habe ich nämlich hier diesen Badezusatz von TTZ. Die Sinnenreise Südseeparadies, abtauchen in einen kleinen Kurzurlaub, verwöhnendes Pflegebad mit Mango und Papaya. Also auch wieder eine Duftkombination aus zwei verschiedenen Früchten. Ich liebe auch Mango total gerne. Mit Mango gibt es aber leider nicht so viele Produkte. Also bisher habe ich da noch nicht so viel entdeckt, sonst würde ich auch gerne mal ein Themenhaul über die Mango machen. Aber mal schauen, das aufgeschoben ist nicht aufgehoben und vielleicht kommt da ja noch mal was nach. Aber hier habe ich jetzt immerhin etwas mit Mango und Papaya entdeckt und das Bild ist einfach sehr, sehr schön hier drauf. Das macht wirklich Fernweh und das gefällt mir allein vom Packaging sehr gut. Hier kann man auch durch so eine Duftprobe so ein bisschen riechen. Das ist so ein schöner, fruchtig, süßer Duft und ich glaube perfekt jetzt, um im Sommer damit zu baden. Ich hatte mir für diesen Haul auch einmal Zeit genommen und bin so ein bisschen durch den DM geschlendert und da ist mir ein Produkt in die Hände gefallen, wo ich gesagt habe, das muss in jedem Fall in diesen Haul mit hinein und zwar auch von Balea ein Produkt, der Duschschaum Papaya Playa mit Papaya-Extrakt und tropisch-fruchtigen Duft für jede Haut. Hier sind auf der Flasche auch noch ein paar andere Früchte wie Pfirsiche abgebildet. Ich glaube, Pfirsich und Papaya sieht man da und ein paar grüne Blätter. Ich bin gespannt, wie der riecht. Ich liebe Duschschäume, speziell jetzt auch gerade im Sommer und da bin ich sehr neugierig drauf. Von dem Produkt habe ich zwei gekauft. Das heißt, eins ist in jedem Fall für euch. Auch jetzt im Sommer creme ich meinen Körper mindestens einmal am Tag ein. Und jetzt speziell im Sommer mag ich da natürlich auch besonders die eher fruchtigen und leichten Düfte. Und da gibt es von BB ein Produkt, das nennt sich Papaya Süß Body Lotion mit Papaya-Extrakt und Shea-Butter für alle Hauttypen. Ich denke, das ist ein perfekter Duft jetzt für den Sommer. Das ist hier eine ziemlich große Flasche. Da sind 400 Milliliter drin. Also da wird man vielleicht auch eine Weile mit brauchen, wenn man sich vielleicht auch gerade nicht jeden Tag eincremt. Ich weiß nicht, wie ihr da so drauf seid, denn das habe ich für euch gekauft. Also der Gewinner darf mir dann gerne mal berichten, wie lange er für so eine große Flasche brauchen würde. Hier steht drauf, heute schon genascht. Wir finden, Naschen muss sein. Mit der Papaya Süß Body Lotion nimmst du eine Auszeit vom Stress und gönnst dir einen Verwöhnmoment. Ihre schnell einziehende Formel mit Papaya-Extrakt und Shea-Butter spendet Feuchtigkeit und verleiht deiner Haut ein smoothes Gefühl. Naschkatze sein, immer und überall. Das klingt so süß und deswegen musst du die einfach mit. Dann habe ich einen Augen-Make-up-Entferner entdeckt, der mich sehr neugierig gemacht hat, nämlich dieser hier von Physicians Formula. Ich kriege da immer einen Zungenstolperer bei dieser Marke. Es ist ein Augen-Make-up-Entferner mit Kokosnussmilch und der hat gerade mal 59 Milliliter. Das ist ein winziges Fläschchen und das war für diese Menge, was da drin ist, relativ teuer. Aber ich möchte es doch gerne mal ausprobieren, wie das so ist, ob das einen Unterschied macht zu anderen Augen-Make-up-Entfernern und da werde ich euch natürlich berichten. Erst in diesem Jahr habe ich Lippenpeelings für mich entdeckt und da gibt es so viele tolle verschiedene Variationen und auch Essence hat ein Lippenpeeling im Sortiment, das Coconut Kiss Caring Lip Peeling mit 10% Mandelöl. Und ja, das ist hier in so einem kleinen Döschen, es sieht weiß aus. Und es ist vegan. Und die haben dort auch noch andere verschiedene Sorten. Das hier ist die 01 Coconut Beauty. Und das habe ich für euch gekauft.
Dieses Produkt hier steht schon eine ganze Weile auf meinem Wunschzettel und ja, jetzt habe ich es mir endlich mal gekauft von Bio Vegan Skin Food, das Bio Papaya AHA Tonic mit 5% AHA-Säure. Ich habe mich so langsam schon an solche Geschichten rangetraut und habe bis jetzt gute Erfahrungen mit BHA und AHA-Säuren gemacht. Und deswegen dachte ich mir, kann ich mich jetzt auch da mal ranwagen. Es ist für alle Hauttypen gedacht, enthält 150 Milliliter. Was ich süß finde, hier sind auch ganz viele Papayas abgebildet. Und hier hinten wird es etwas beschrieben, das lese ich euch gerne einmal kurz vor. AHA-Tonic mit Bio-Papaya für alle Hauttypen. Das erfrischende AHA-Tonic mit Superfood-Extrakt Bio-Papaya verfeinert Hautstruktur und Porengröße und gleicht die Haut aus. Effektive natürliche AHA-Säure entfernt trockene Hautschüppchen und unterstützt den natürlichen Hauterneuerungsprozess. Ein Mix aus Aloe Vera, Ginkgo-Extrakt und Hyaluronsäure besänftigen die Haut, pflegt und spendet Feuchtigkeit. Man soll es vor Gebrauch gut schütteln, morgens und abends nach der Reinigung mit einem Wattepad im Gesicht auftragen und anschließend eine Pflege verwenden. Ja, und hier ist auch wirklich auch noch ein Hinweis drauf, tagsüber Haut vor der Sonne schützen. Das müsst ihr immer, also gerade wenn ihr morgens solche Geschichten verwendet, ist Sonnenschutz ein wichtiges Muss. Muss sagen, dass ich solche Produkte am liebsten nur abends verwende. Einfach aus Vorsichtsmaßnahme, weil ich doch schnell auch Sonnenbrand bekomme und deswegen ist das ein Produkt für den Abend für mich. Aber es klingt sehr, sehr interessant. Ich habe vergrößerte Poren auf der Nase, von daher dürfte das passen. Und wenn es die Haut so ein bisschen ausgleicht und abgestorbene Zellen entfernt, dann finde ich, klingt das ziemlich gut und da bin ich sehr neugierig auf das Ergebnis. Ich glaube, noch relativ neu ist dieses Produkt hier auf den Markt von der Marke Moi bei Stefanie Giesinger. Ein Cooling-Eye-Stick mit kühlender Edelsteinkugel. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Hier war auch Kokosnuss drin. Wir gucken uns erstmal kurz das Produkt an und dann schauen wir nochmal auf der Verpackung, was da genau alles drin war. Wir haben jetzt einmal hier dieses kleine Etwas. Das sieht eigentlich von der Farbe her ziemlich hübsch aus und schön und nach Beauty. Und wir haben hier wirklich einen grünen Edelstein drin. Und ich finde es schön, dass es einen kühlenden Effekt haben soll, denn ich habe das Problem, dass speziell morgens nach dem Aufstehen meine Augen manchmal so geschwollen sind. Da brauche ich sowas einfach. Hier steht mein Moi Cooling Eye Stick setzt auf die wirkungsvolle Kombination von feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure und pflegenden Pistazienkernöl. Die leichte Textur lässt sich mit Hilfe der kühlenden Massagekugel komfortabel auftragen. Auf diese Weise wird gerade die untere Augenpartie belebt und massiert. Leichte Schwellungen können dadurch gemildert werden. Pink Grapefruit-Extrakt und erfrischendes Kokoswasser runden die Formel mit Hydro-Boost-Effekt perfekt ab. Ideal als Schönheitshelferlein zwischendurch oder auch als Ergänzung zur Tagespflegeroutine für trockene Hautstellen. Und der Edelstein hier drin ist ein grüner Aventurin. Also ich finde es sehr hochwertig gemacht. Ich bin gespannt, ob das wirklich auch einen schönen Effekt gibt und die Schwellungen mindert. Das werde ich in jedem Fall ausprobieren. Ich habe mir dann noch ein spezielles Nachtserum gekauft und zwar auch von der Marke Bio Vegan, passend zu dem Toner, den ich euch gerade schon gezeigt habe. Auch mit Bio Papaya AHA Nachtserum mit 2% AHA-Säure und der ist auch für alle Hauttypen geeignet. Die beiden Produkte möchte ich einfach in Kombination ausprobieren. Und da schauen wir uns auch mal das Fläschchen an. Das habe ich mir noch gar nicht angesehen. Das ist eine Pipettenflasche. Und da sind auf dem Etikett auch wieder ganz viele Papayas drauf. Das finde ich total süß und schön. 30 Milliliter sind hier drin. Und das sanfte AHA-Nachtserum mit Superfood-Extrakt Bio-Papaya wirkt wie eine Profi-Behandlung über Nacht und lässt die Haut glatt und strahlend aussehen. Effektive natürliche AHA-Säure unterstützt den nächtlichen Hauterneuerungsprozess für einen strahlend frischen Ton. Ich bin sehr gespannt auf diese Bio-Vegan-Produkte. Ich glaube, das sind so für mich in diesem Haul mit die spannendsten Produkte. Ob ich sie vertragen werde und was es dann für ein
ein Ergebnis geben wird. Also wir dürfen neugierig sein. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit für meinen Sohn gekauft, nämlich diese Dose hier von Balea Pflegecreme für dich, Herzensmensch, mit dem Duft von Kokos und Ananas. Und ja, diese Duftkombination ist wohl die bekannteste und beliebteste im Sommer, Kokosnuss und Ananas. Ich mag sie auch. Ich mag auch Ananas. Oh, die riecht gut, aber sie riecht mehr nach Kokosnuss als nach Ananas, finde ich. Die ist schön. Die ist auch schön leicht und ich glaube für meinen Sohn perfekt. Jetzt aktuell, wo wir sehr viel Mundschutz tragen müssen, lohnt es sich einfach nicht, einen Lippenstift unten drunter aufzulegen. Ich hätte auch immer das Gefühl, das würde alles verschmieren. Aber ich trage hin und wieder dann gerne eine getönte Lippenpflege, die einfach so einen Hauch an Farbe gibt. Und das gefällt mir dann auch schon immer richtig gut. Und da habe ich jetzt ein Produkt gekauft, was auch mit Papaya ist. Von Greenland auch wieder. Der Tinted Lip Balm mit Papaya und Nude ist die Farbbezeichnung. Ich glaube, das wird jetzt nicht unbedingt eine Farbe sein, die man großartig auf den Lippen sieht, aber wir werden uns das mal anschauen. So sieht es in jedem Fall irgendwie doch sehr orange aus. Der riecht unheimlich gut. Der riecht richtig schön fruchtig süß. Und ja, so einen leichten Orange-Stich gibt er ab. Was man dann letztendlich davon auf den Lippen sehen wird, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, weil die Lippen ja grundsätzlich auch schon immer eine andere Farbe haben, eine eigene Farbe haben. Muss ich dann ausprobieren, ob man davon überhaupt was sieht. Aber was mir gefällt, ist der Duft und ich glaube, der könnte auch gut pflegend sein, denn er fühlt sich so ziemlich gut an. Also den werde ich ausprobieren. Diesen Haul habe ich zum Anlass genommen, mir mal einen Primer zu kaufen, der schon sehr, sehr lange auf meinem Wunschzettel steht, den ich mir bisher aber noch nie gekauft habe, weil er einfach ziemlich teuer ist. Aber so viele YouTube-Kollegen und Kolleginnen sagen, dass der echt gut ist und deswegen musste ich mir einmal kaufen. Es ist der Marc Jacobs Undercover Perfecting Coconut Face Primer mit 30 Millilitern. Der sieht hier von der Packung total schlicht aus, einfach nur weiß und schwarz. Aber ich finde, das passt zur Marke Marc Jacobs in jedem Fall. Was dann wiederum besonders hübsch ist, ist einmal die Flasche. Da haben wir ja, weiß mit Silber, das sieht sehr edel aus. Und hier haben wir so ein Milchglas. Der Deckel ist aus Plastik und dann haben wir hier einen Pumpspender. Ich möchte den jetzt noch nicht direkt ausprobieren. Das werde ich mal mit euch zusammen in einem Video machen. Aber dann wahrscheinlich erst, wenn es wieder etwas kühler wird. Denn da brauche ich dann einfach auch wieder besonders die Feuchtigkeit spendenden Primer. Und darum möchte ich den jetzt noch nicht anreißen. Aber ich freue mich so, dass ich den jetzt da habe. Und das ist wirklich ein richtig schönes Schmuckstück, was man sich auch gut irgendwo hinstellen kann. Also ich bin sehr glücklich, dass ich den dann irgendwann mal ausprobieren kann. Ja, und der Primer war jetzt schon der Übergang zum Bereich der dekorativen Kosmetik und da gibt es leider nicht wirklich viel mit Papaya auf dem Markt. Ich habe dennoch etwas gefunden, was aber wahrscheinlich viele von euch schon kennen werden. Und ich habe es jetzt auch noch vergünstigt geshoppt bekommen und das hat mich natürlich gefreut. Da habe ich einmal dieses Produkt hier von Too Faced, ein Fruit Cocktail Blush Duo. Und das ist mit, ja, This Papaya Scented Wonder can be used individually to blush or glow or mixed together. Also dieser Papaya duftende Blush Highlighter kann jeweils einzeln benutzt werden oder auch in Kombination. Und das schauen wir uns mal genauer an. Ich bin sehr gespannt drauf, wie der riecht. Und vom Packaging ist das so ganz typisch Too Faced, sehr liebevoll gemacht, sehr individuell und speziell. Mir gefällt es sehr gut, es sieht hochwertig aus und das sieht hier auch so aus wie Papaya. Man kann es dann hier an der einen Ecke öffnen. Und dann haben wir einen Spiegel, da ist auch nochmal eine Papaya. Dann steht da Too Faced, aber ich glaube, es ist auf einer Folie oder ist es richtig drauf? Ich glaube, das ist sogar richtig drauf. Und dann haben wir hier einmal einen Highlighter und einen Blush. Und die Töne gefallen mir richtig gut. So im Highlighter sehe ich schon auch ordentlich Glitzerpartikel.
Und der Blushton, der ist einfach wundervoll, so rein im Pfännchen. Ich werde jetzt mal beide swatchen. Ich gehe mal hier in beide rein und die fühlen sich sehr weich an. Ich habe die beiden jetzt mal hier auf dem Finger. Und dann haben wir hier einmal den Blush. Oh, der ist aber sehr hell. Und der Highlighter dafür umso dunkler. Der Highlighter hat auch so einen Peach-Einschlag mit drin. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Und das Glitzer ist sehr doll zu sehen. Da muss ich mal schauen, wie das im Gesicht ist. Ich werde jetzt mal versuchen, den Blush ein bisschen aufzubauen. Da wäre ich jetzt echt traurig, wenn das nicht gehen würde. Aber wir schauen mal. Ja, doch. Man kann es etwas aufbauen. Und das ist wirklich so eine schöne Farbe. Und auch zu vielen kombinierbar. Also jetzt allein zu meinem heutigen Look zum Beispiel könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Und ja, das wird zum Einsatz kommen. Und ich freue mich sehr über diese Schätzchen. Zumal ich da, ich glaube, das waren sogar 40%, die ich gespart habe. Ihr wisst, ich bin ein Lippenstift-Junkie. Und es gibt da so ein paar Marken, die bevorzuge ich sehr. Also aus der Drogerie zum Beispiel L'Oréal Age Perfect. Hier und aus dem höherpreisigen Segment mag ich einfach sehr gerne die MAC-Lippenstifte, allerdings da vorrangig die mit dem Luster-Finish. Es gibt auch ein paar Becker-Lippenstifte, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich hatte mal in einer Box einen von Clinique. Und den von Clinique finde ich so, so schön, dass ich mir da jetzt auch einen nachgekauft habe in einem anderen Farbton. Und der Farbton nennt sich Papaya Pop. Ja, das ist einmal diese Schachtel hier von Clinique. Die Verpackungen sehen immer sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir sehr gut. Es ist irgendwie so frisch vom Design her. Das ist der Clinique Pop Lip Color and Primer. Die haben wie so eine Art Beige schon mit integriert. Dadurch halten sie ziemlich gut. Ich finde auch wirklich, dass die sich relativ lang halten, auch wenn ich jetzt viel spreche oder etwas trinke oder so. Und ja, da haben wir einmal hier diesen Lippenstift. Die sind so ein bisschen eckig, was mir nicht ganz so gut gefällt, aber das Produkt ist es, worauf es ankommt. Und da haben wir jetzt einmal diesen hier. Der sieht so schön aus und ich glaube, der würde auch perfekt heute zu meinem Outfit passen. Ich swatch euch den mal hier hin. Und die Lippenstifte aus dieser Reihe haben wirklich so einen schönen, ja, nicht zu kräftigen Auftrag. Die sind total perfekt für den Alltag gedacht. Sie haben so eine pflegende Komponente mit dabei und ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Und die Farbe finde ich einfach traumhaft. Viel mehr an dekorativer Kosmetik habe ich leider gar nicht gefunden, aber ich werde da trotzdem auch mal ein Schminkvideo drüber machen und das mit integrieren und dann schaue ich mal, was ich so für Produkte noch bei mir zu Hause habe, die da vielleicht auch mit reinpassen. Ich habe zum Beispiel den ja, von Physicians Formula, den Bronzer, der riecht ja sehr nach Kokosnuss zum Beispiel und dann werden wir da auch mal einen schönen Look mit schminken. Wir gehen jetzt über zum Thema dekoratives Entfernen. Und da denke ich jetzt an die Fingernägel oder Fußnägel. Und da habe ich einmal einen Nagellackentferner gekauft. Und der ist von der Marke Ebelin bei DM. Ein Nagellackentferner mit Kokosduft und er ist acetonfrei und für empfindliche Nägel geeignet. Ich kaufe mir grundsätzlich nur noch Nagellackentferner mit irgendeinem Duft. Ich kann diese stinkende von Nagellackentfernern einfach nicht ab und manchmal klappt es, dass der ja, zugesetzte Duftstoff das ein bisschen übertünchen kann und es dann einfach für mich angenehmer ist. Ich achte in der Regel auch darauf, dass sie acetonfrei sind. Dann kann ich sie nämlich auch für meine Nagelmodellage hernehmen, ohne dass da was kaputt geht. Und deswegen ist das ein Produkt, was ich ziemlich cool finde. 200 Milliliter sind hier drin und das ist wirklich nicht teuer. Und ja, finde ich super. Und wir kommen jetzt zum letzten Bereich in diesem Video und da geht es nochmal speziell um pure Düfte für Gesicht und Körper. Und da starte ich einmal mit diesem Produkt hier von The Body Shop. Ich liebe The Body Shop. Ich mag die Butter, die Körperbutter, ich mag die Joghurts, ich mag
ziemlich viel aus von dieser Marke, weil sie einfach auch so schön viel Abwechslung bieten und die meisten Duftrichtungen mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und so auch die Kokosreihe. Und die haben da ein Face Mist, ein Gesichtsspray, das nennt sich Coco Calming. Es soll Feuchtigkeit spenden, ist auch Make-up-freundlich und enthält 60 Milliliter. Ich muss gestehen, dass ich diese Face Mists von The Body Shop etwas grob finde vom Sprühnebel. Von daher würde ich sie mir nicht direkt nach dem Make-up auftragen aufgeben. Aber im Laufe des Tages zur Erfrischung finde ich sie einfach super. Und gerade jetzt im Sommer brauche ich nicht immer das Parfüm, so was Schweres, was ewig lang hält. Da reichen mir Körpersprays, so ganz leichte Dinge, die auch gerne etwas schneller verfliegen dürfen. Und da habe ich von M. Asam etwas gekauft, nämlich dieses hier, das Le de Coco Body Splash mit 100 Millilitern. Und ich finde, das sieht vom Logo her irgendwie auch sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir. Oh, das ist ein richtig schöner Kokosduft. Das ist nicht so ewig süß oder so, sondern hat eine sehr natürliche Komponente. Es riecht so ein bisschen auch nach der Kokosnussschale. Das gefällt mir richtig gut. Das finde ich toll. Und darum bin ich sehr froh, dass ich davon zwei gekauft habe, nämlich auch eines für euch, was mit in die Verlosung wandert. Und ja, über die Verlosung sprechen wir mal direkt als nächstes. Ich habe hier jetzt mal alle Produkte in diese Box gepackt, die jetzt einer von euch gewinnen kann. Da haben wir von Mivolis den Kokostee, von Dontrodent die Zahncreme, das Body Splash, die Flüssigseife, das Gesichtsspray, den Nagellackentferner, den Papaya Duschschaum, Papaya Body Lotion, den Badezusatz und auch das Lippenpeeling. Ja, und wenn ihr das Ganze gewinnen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, denn alle Verlosungen, die ich mache, sind für meine Abonnenten. Das müsste auch bitte sichtbar sein. Dann gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Ich würde mich da so oder so drüber freuen, auch wenn ihr an der Verlosung nicht teilnehmen möchtet. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann schreibt mir einen lieben Kommentar und verratet mir dort bitte einfach mal, welchen von beiden Düften ihr lieber mögt. Also entweder Hashtag Papaya oder Hashtag Kokosnuss oder Kokos. Ich schreibe das in die Infobox, was dann genau, aber ich glaube, letztendlich ist es egal. Und dann weiß ich auch so gleich, dass ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet. Dafür wünsche ich euch ganz viel Glück, darf mich dann an dieser Stelle auch schon ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen geben für euren nächsten Shoppingbummel und sage Tschüss, bis bald, eure Nicole.